Und wir kommen gerade zurecht. Der Mattenleiter aus Norwegen, Hans-Erik Dahlen, hat noch einmal kurz unterbrochen. Die Kämpfer waren anscheinend nicht ganz trocken am Körper. Und nun aber gibt er das Finale frei. Im Halbschwergewicht, Klasse bis 90 Kilogramm. Im blauen Trikot, Mike Bullmann aus Goldbach bei Aschaffenburg. Aber zu Hause ist er ja in Frankfurt an der Oder. Oberfeldwebel der Bundeswehr, dreimal Weltmeister in den letzten Jahren in dieser Gewichtsklasse. Und eigentlich eine Bank für die Goldmedaille. Aber es ist so manche Bank hier schon gebrochen. Und warum soll nicht der Mann im roten Trikot, Hagi Basha, 22 Jahre jung aus der Türkei, hier für eine weitere Sensation in diesem Ringerturnier sorgen? Aber Mike Bullmann lässt es darauf nicht ankommen und holt die ersten zwei Punkte in dieser Situation. Also Gennady Sapunov, der sowjetische Trainer, der russische Trainer, der Türken. Er hat einen Olympiasieger hier bereits gebracht mit Akif Pirim in der Klasse bis 62 Kilogramm. Und es gab sogar noch einen Punkt mehr für Mike Bullmann in der ersten Kampfminute. Ein Auftakt nach Maß für Bulle, wie er in den Ringerkreisen genannt wird. Aber Sie sehen, sein Bulle ist dafür war nicht ein stattlicher junger Mann. Aber das ist nun mal sein Spitzname und auch sein Café, was er in Frankfurt an der Oder eingerichtet hat. Bulles Pub trägt seinen Namen. Und ich glaube, dass da jetzt die Augen in seinem Café und bei allen Ringerfreunden in Deutschland gebannt auf dieses Duell schauen. Mike Bullmann gegen Haki Basha aus der Türkei. Es haben sich die Wogen der Erregung noch nicht geglättet im deutschen Lager über die Niederlage von Rifat Yildiz, aber der Protest, der eingelegt wurde, hat wohl keine Chance. Und ich muss sagen, da wo Menschen menschliche Leistungen nach Ermessen beurteilen können, da ist es manchmal sehr schwer, eine gerechte Lösung zu finden. Nur schade, wenn sie den einen benachteiligt, den anderen einen Vorteil gibt. Nun aber zu Mike Bullmann. Stark in der Bodenlage, stark mit den Standgriffen und er hat seinen Vorsprung erweitert um zwei Zähler. 5 Punkte, 5:0 gegen Haki Basha. Und gekämpft sind jetzt knapp 2 Minuten. 3 Minuten, die Zeit läuft abwärts, sind noch zu bewältigen, 5 insgesamt. Und das ist Günther Reichelt, der Trainer Mike Bullmanns, früher in Frankfurt oder jetzt Bundestrainer, Assistenztrainer, wo auch der ja Nachfolger von Heinz Ostermann geworden ist. Eine Silbermedaille und einen 4. Platz in der Klasse bis 48 Kilogramm durch Fuad Yildiz. Ein 5. Platz durch Andreas Steinbach in der Klasse bis 100 Kilogramm. Gute Resultate. Und nun aber vielleicht doch die 8. Goldmedaille für einen deutschen Ringer in der Geschichte des Olympischen Ringens seit 1896. Nun, Mike Bullmann kann sich ein bisschen ausruhen auf dem Polster seines Vorsprungs. 5 Punkte. Er ist clever. Und so war er auch in der Vorrunde. 4 Kämpfe hat er zu bestreiten gehabt in einer Vorrundengruppe. Alle hat er souverän und beherrscht gewonnen. Hat sich viel aufgespart für diesen Kampf. Und Haki Basha, der 22-Jährige, der bei der Europameisterschaft gegen Bullmann 0:4 noch unterlag, der 8. wurde in der Gesamtwertung. Titel für Bullmann. Er würde belohnt werden. Er würde reich werden, sollte er hier Olympiasieger werden. Ein wahres Vermögen geben die Türken ihren Olympiasiegern. Ein Haus, ein Auto, Goldbarren. Ich habe das eben noch einmal mir bestätigen lassen. Er hätte ausgesorgt für die Zukunft. Mike Bullmann winken sicherlich auch ein paar tausend Mark, 15.000 Mark. Ganz sicher die offizielle Prämie, Sporthilfe NOK. Der Sponsor wird was dazulegen. Aber gegen das, was die Türken zu bieten haben. Übrigens 1964 der letzte olympische Sieger im griechisch-römischen Stil für die Türkei. Nun haben sie einen im Federgewicht mit Pirim und einen zweiten wird es kaum geben. 1:30 noch zu kämpfen.
5:0 die Führung für Mike Bullmann. Er ist souverän, der 25-Jährige. Und der junge Türke, er stemmt sich vergebens. Man hatte ihn kaum erwartet im Finale, den Mann vom Bosporus. Er hat den Russen Kukuyashvili geschlagen, der die Bronzemedaille soeben gewonnen hat in dieser Gewichtsklasse, in der Vorrunde. Er hat den Amerikaner Mike Foy, den zweiten der Weltmeisterschaft von 89, bezwungen, den Bulgaren Jordanov, also schwere Gegner ausgeräumt, aber hier den schwersten, den wird er nicht knacken. 40 Sekunden noch. Bulle, Bulle, die Kolonie der deutschen Schlachtenbummler kommt nicht ganz an gegen die der Türken, aber es ist doch deutlich zu hören, diese lautstarke Unterstützung, und es kann kaum noch was passieren, es sei denn, Bulle, Mike Bullmann würde die Matte verlassen. Noch 10 Sekunden und nun kann man zählen, wie lange es noch dauert bis zum 8. deutschen Olympiasieg. Ja, das kann er sich leisten. Er ist am Ziel seiner Wünsche. Nach 3 Weltmeistertiteln. Ein ganz großer, nicht nur des deutschen, sondern auch des internationalen Ringkampfsportes. Dieser Halbschwergewichtler, Mike Bullmann aus Frankfurt an der Oder. Die Silbermedaille, ein Erfolg, muss ich sagen, für Haki Bascha, der 0:5 unterlag gegen den Mann im blauen Trikot. Und ich glaube, diese Goldmedaille ist auch ein kleines Pflästerchen auf die Wunden, die die Niederlage von Rifat Yildiz gerissen hat. Und vielleicht kommt auch im Schmerz noch die Freude auf über diese Silbermedaille des Mannes aus Goldbach. Und hier noch einmal eine der Aktionen, die Mike Bullmann zum Olympiasieger machten, verlangsamt. Und dann gebe ich gleich zurück zu Günter Jauch, der ja einen Goldjungen schon im Studio hat. Ich bin ganz sicher, Mike Bullmann werden Sie heute Abend im ZDF Olympiastudio noch erleben. Mit dieser Aktion von der Ringerhalle, vom deutschen Triumph in der Klasse bis 90 Kilogramm, gebe ich zurück ins ZDF Olympiastudio. Günter Jauch, bitte.